Der Odenwalzer ist heute wieder mit ein bisschen Technik. Es geht hier um Hi-Fi-Technik und zwar geht es hier um ein Cinch-Kabel von der Firma Focal. Die sitzt in Frankreich, diese Firma. Ihr seht, das ist also 1 Meter Stereo-Cinch-Leitung. Die Firma Focal, die gibt es schon ziemlich lange und die bauen also hochpreisige oder höchstpreisige, muss man sagen, Lautsprecher. Nicht nur, aber auch und auch dieses Chassis hier. Unterschiedlichste Chassis-Hochtöner, Beryllium-Hochtöner und so weiter und so fort und beliefern damit sehr viele Hersteller im hohen Preissektor, also Luxushersteller von Lautsprecherboxen. So, Blisterverpackung immer wieder stressig irgendwie, weil man muss die wirklich zerstören, um an den Inhalt dran zu kommen. Und ich lasse mich da jetzt auch nicht lange lumpen. Das Kabel kostet 15 Euro, das ist, finde ich, eigentlich okay. Viel mehr brauche ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt für ein Cinch-Kabel ausgeben. Die Klangunterschiede sind da, wenn das Kabel nicht gerade kaputt ist oder sowas oder absolut fehlkonstruiert ist, auch im Prinzip nicht vorhanden. Da gibt es Leute, die haben da andere Meinung, aber das ist auch in Ordnung. Ich würde mich in einem Blindtest auch jederzeit davon überzeugen lassen. Oder von Doppelblindtests, und da gibt es ja verschiedene Blindtests, aber die haben bisher noch nichts bewiesen so, die wurden da schon gemacht. Ja, also es ist ein bisschen fummelig, das hier rauszukriegen, aber man packt es ja im Prinzip nur einmal aus. Und von daher ist es alles kein Problem. Das Kabel selbst ist eigentlich, kann man sagen, absolut hochflexibel. Es lässt sich also prima hinter den Gerätschaften verlegen. Gut, bei 1 Meter Länge ist es jetzt nicht so tragisch. Aber das gibt es auch noch in anderen Längen. Ich glaube 3 Meter und 5 Meter gibt es, glaube ich, davon noch. Und die sind also alle im ziemlich moderaten Preisrahmen. Das 5 Meter Kabel oder das 3 Meter Kabel kostet, glaube ich, auch nur 1 Euro mehr oder so. Ich glaube, das kostet 16 Euro oder irgendwie sowas. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr wollt. Ich kann euch den Link ja unten reinstellen, wo man es herkriegt. Ja, ansonsten ist nicht allzu viel dazu zu sagen. Besteht halt aus OFC-Kupfer, Oxygen-Free Copper, also sauerstofffreies Kupfer, relativ hoher Reinheit nehme ich mal an, und ist dreifach abgeschirmt, ist also auch ganz gut gegen Hochfrequenzeinstrahlungen verschiedenster Art, sollte das normalerweise ziemlich immun sein. Damit habe ich aber ohnehin keine Probleme bisher gehabt. Und das ist einfach mal so ein kleiner Spaßkauf auch. Ne? Es ist jetzt nicht besonders hübsch, also um den Hals zu hängen, würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber es ist halt ein Kabel, was seinen Zweck erfüllt, was zuverlässig, nehme ich an. Die Musik transportiert. Der einzige Nachteil ist, das sieht man hier, dass das eine Kabel ein bisschen kürzer ist als das andere, beziehungsweise das eine ist ein bisschen länger als das andere. Das sollte normalerweise heutzutage in der Produktion, die hauptsächlich maschinell, nehme ich mal an, vonstatten geht, nicht der Fall sein. Aber das ist jetzt klanglich, macht das natürlich überhaupt keinen Unterschied. Ne? Hier nochmal ein bisschen die Originalbeschreibung in Englisch zu diesem Kabel und zu der eingesetzten Technik. Und jetzt kommen gleich noch ein paar technische Details, ein paar Daten. Für alle, die das interessiert. So, das war's schon. Ihr seht, ich kann auch kurz. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, schaut ab und zu mal rein bei mir. Ihr wisst ja, es gibt immer wieder was Neues. Und wünsche euch was. Danke. Ciao.